Und weiter geht's bei Let's Play Killzone 3. Das kleinen Replikatoren da. Wir wollen uns jetzt tiefenentspannt das Schlachtschiff von Stahl holen. Während sich Stahl und der Autark da sich ebenfalls das volle Battle geben, geben wir uns auch ein Battle und ich glaube in Killzone gibt sich einfach jeder mit allem ein Battle. Flannen Drecksvieh, herrlich. Braucht doch keiner. Ich höre viel Geballer und viele Schreie. Ob das jetzt gut ist, weiß ich auch nicht. Oh. Oh. Das ist irgendwie ungut, wenn wir auf den Schwerkopf haben. Diese ganzen bescheuerten Drohnen da zerlegen. Und wieder nachladen. Kann das sein, dass der länger zum Laden braucht bei geringer Schwerkraft? Und wenn ja, dann ist das irgendwie unangenehm. Das ist Granate! Ja, das teilt doch Fieden die ganze Zeit. Geht aber nicht los. Sag mal! Ah, jetzt doch. Noch. So. Schön. Ah, deswegen bewegen wir uns so langsam. Wenn wir in der Hocke waren. So. Die Waffen ist dabei mal die Munition aus. Das heißt, wir mal umstellen. Und nachgeladen. Immer wieder im Spiel. Beziehungsweise jetzt immer wieder im Vorteil. Die Schwerkraftnotsteuerung ist auf dieser Plattform. Sehr hilfreich. Das Teil da vielleicht? Schauen wir mal. Ist gepasst? Ja. Okay. Naja. Schwerkraftsteuerung. Ich wüsste, dass ja dann die Rotation von der Station sein. Damit es doch halbwegs gut funktioniert. Um künstliche Schwerkraft zu erzeugen. Nee. Der linke Aufzug kommt runter. Oh, da. Mal Granaten. Dem Typen eine Batterie geworfen. Super. So. Was ist denn jetzt los? So scheiß Drohnen, hey. Wehe, der kommt jetzt nicht bis zu uns her. Ich kann Ihnen nicht helfen. Wieso? Das ist doch nur eine Drohne. Mann. Ja, schön, wenn man gutes Personal hat, ne? Ja. Okay. Schwerkraft aktiviert. Dann will sie da ja noch einmal machen. So. Machen wir nochmal nach. Müsste jetzt gleich der linke Aufzug kommen, ja? Fast. Mal knapp. Da sind jetzt die Drohnen drin. Alter! Boah! Das ist jetzt... Oh! Echt massiv was rauskommen. Kann das sein, dass das da heavy mitgekommen ist? Ja.
Scheiße, ist das ein Chaos. Schnell jemanden aufheben. Ist versucht. So, schmeißen wir mal Granaten rüber. Vielleicht treffen wir ja was. Das kann doch gar nicht sein. Sind wir noch unterwegs? So, aber jetzt, ha? Na, endlich! Alle in den Aufzug! Ne, erst hol ihm aber noch Munition. Das war schon nicht schlecht jetzt, die Aktion. Schnell noch Munition holen, ja? Ich nehme die Steuerung. Hm, was für eine Steuerung? Egal. Ab in den Aufzug. Nach oben. Schöne Raumstation. Oh Gott, sehen Sie sich die Kreuzer an. Da draußen wird's haarig. Da draußen? Wir werden es schaffen. Sind Sie da sicher? Ja, sicher, klar. War cool, jetzt hat der Herr Narvil endlich sowas wie Klöten. Und oder Selbstvertrauen. Das ist mal auch was. Das ist auch einmal was. So. So, auf die Türe. Wir sind. Los jetzt! Wir müssen hier raus! Die Station fällt überhaupt nicht auseinander. Was überhaupt nicht, wovon die reden. Auf was ballern die eigentlich? Ach, sind diese Dinger schon wieder. Die Replikatoren für Arme. Und nachladen. Zusammenbleiben! Na. Zusammenbleiben ist gut. Schön, dass sich da vorne so convenient ein Weg auftut. Oder auch nicht. Doch, doch. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ah, da! Ist der Weg. Ah, wie convenient. Schön. Au! So. Sicher nicht. Alle Mann in die Luftschleuse. Puh. Schnell nachladen. Okay. Und jetzt? Halt! Stahl, überlegen Sie gut, was Sie tun. Sie lassen Helgan wehrlos zurück. Was das? Mehr fällt Ihnen nicht ein! Hören Sie, selbst wenn Sie siegen, glauben Sie, Helgans Feinde lassen Ihnen Zeit zum Wiederaufbau. Sehen Sie sich um, Stahl! Sie vernichten unser Volk! Es sei denn, was wäre, wenn ich keine Feinde mehr hätte? Was, wenn ich mit meinen Waffen hier auf der Erde auslösche? Die Kolonien wären in Panik. Sie gäben klein bei. Und ich bräuchte Ihre Hilfe nicht. Wie gesagt, Sie sind berechenbar. Jetzt ist er weg. Getan. Vorsitzender Stahl. Ja. Oh, Bericht. Befehl ausgeführt. Die Waffen sind einsatzbereit für die Erdatmosphäre.
Wir machen den Warpsprung, sobald sie auf dem Kreuzer sind. Sir, ihr seid Truppen im Anmarsch. Nicht einmal das haben sie geschafft. Absolut nutzlos. Los! Okay. Sobald wir die Station verlassen haben, zerstört sie! Aber Sir, die Männer! Scheiß drauf. Jetzt ist er bumpig. Die Schwerkraft versagt wieder. Die Kampfschiffe sind direkt vor uns. Schön. Benutzen. Ja. Versorgt mit dieser nur schwächere Schwerkraft. Ja. Ja, und die Schwerkraft ist nicht ganz weg, sie ist nur schwächer, okay. Blöd, dass er nicht schießt, während wir springen. Wo denn? Wo labert der? Und warum steigen wir eigentlich die Stiege rauf, während wir Zent höher springen können? So. Aber wir kämpfen uns da ein und denselben Gang mehr oder weniger die ganze Zeit durch. Das geht langsam auf den Nerv, aber das ist ein cooles Umfeld und eigentlich ist der Gang aber nicht so blöde. Ja schön unterschiedlich gemacht hier wieder. Aber wir zielen wieder letzte Kreuzer sauber. Lord! Na! Sondereinheiten in Deckung. Na, die bitte auch noch, oder? Okay. Wenn die so besonders sind. Au, au, au. Was ist denn jetzt los? Weißt du nicht, was ich gerade zermatscht habe, aber ich habe was zermatscht. Jawoll! Gut, das Teil macht wirklich einen ordentlichen Rums. Wenn es denn trifft. Schießen wir Staatskreuzer ab! Wie denn? Dann wollten wir den vorher nicht noch kurz dran nehmen. Aha. Ich werde Ihnen gleich helfen. Ich okay. Bin unterwegs, halten Sie durch. Ja. Ja. Hier draußen ist die Hölle los, ich komme nicht ran. Ey, jetzt nimmer oder was? Na. Ja, erst ja, erst da, dann vielleicht doch ja. Whatever. Frieden da mit dem Elektroschocker. Andere Leute zu Elektroschocken ist sehr unhöflich. Gut, sie mit einem Schrotgewehr auf kurze Distanz. Anzupieken ist ja unfair, aber was soll's. So, da ist jetzt dieser merkwürdige Sprinter her. Boah! Der nächste. Okay, schnell nachladen, bevor die nächsten kommen. Was eigentlich interessant ist, die Leichen fliegen nach oben. Während wir das nicht tun. Das heißt, Leichen haben ein anderes Schwerkraftverhalten als Lebendige. Hä? Ach, fuck, Physics. Physik wird überbewertet. Ein Schuss noch. Super. Schauen wir uns mal die LMG wieder. Ist
wieder irgendwo Munition finden. Los, alle Mann in die Kampfschiffe! Ja, aber wie immer, erst im nächsten Teil, Leute. Servus!